Heyo und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Vlog-Reihe hier aus Assmannshausen. Ich bin immer noch im Hotel Krone, ein Hotel, das anscheinend einen geschichtlichen Hintergrund hatte, weil hier mal der Helmut Kohl seinen Geburtstag gefeiert hat oder seine Kandidatur. Genau weiß ich es leider selber nicht, wurde mir nur so in die Ohren gelegt. Und ja, wir haben jetzt knapp 9 Uhr morgens. Ich werde so in 1,5-2 Stunden aufbrechen zu meinem nächsten Ziel. Das sind diesmal aber nur knappe 42 Kilometer. Das ist eine kleine Pension. Ich muss sagen, ich habe den Ort, wo die Pension ist, schon leider wieder vergessen. Ich hoffe, dass ich da relativ gut durchkomme, dass das Wetter mitspielt, dass es nicht zu arg regnet. Muss ich einfach mal alles schauen, wie sich das Ganze so ergibt. Auf jeden Fall werde ich das heute wieder durchziehen. Und ja, was ist denn an Tag 3 alles so vorgefallen? Also ich muss sagen, es war der anstrengendste Tag bis jetzt von den 3 Tagen. Also ich hatte die meisten Probleme mit meiner Hüfte. Das hat einfach mega geschmerzt beim Schubsen bzw. beim Anschieben. Und ja, ich musste einen Bergpass überwinden, weil ich einmal falsch abgebogen bin bzw. mein Navi mich so geschickt hat, war es anscheinend die schnelle Route, war klar. Ich habe alles auf Fußgänger eingegeben, damit ich da auch alles fahren kann. Und ja, dann wurde ich halt über so einen Bergpass geschickt und dann musste ich knappe 7-8 Kilometer lang laufen. Das war wirklich anstrengend und da kamen schon so die ersten Gedanken, okay, ich brich ab, rufe ein Uber oder ein Taxi und ja, ich fahre einfach zum Hotel und hör einfach auf, aber zum Glück gab es da in der Nähe kein Uber, kein Taxi, kein irgendwas, das heißt, ich musste mich durchklimmen oder durchzwingen, das Ganze dann zu machen und dann habe ich auch ein paar nette Sprüche bekommen, auch ein paar tiefgründigere. Und ja, das hat mich dann so motiviert, dann nochmal da dran zu bleiben und einfach sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. Weil wie gesagt, Tag 3 war jetzt wirklich sehr anstrengend und ja, nachdem ich den Bergpass dann überwunden habe, bin ich in Lückershausen angekommen. Es ist eine kleine Ortschaft irgendwo da in der Gegend, also wirklich, da war wirklich nichts, sondern war diese kleine Ortschaft dann in Lückershausen und ich hatte kein Trinken mehr, ich war hungrig und dann gab es da einen kleinen Kiosk und dann habe ich mich da gemeldet, ja, können Sie auch mit Karte zahlen, ich hatte kein Bargeld dabei, was ziemlich dumm von mir eigentlich ist. Und dann hat mich dieser Herr, den habe ich dann auf Instagram auch gepostet und der hat mich auf seine Google-Seite dann auch irgendwie veröffentlicht, also dass ich da jetzt im Bild bin. Der hat mich dann aufgenommen, hat mir dann was zu essen gegeben, meine Wasserflasche mit Leitungswasser aufgefüllt und mir eine Cola gegeben. Und ich muss sagen, er hat mir wirklich dann nochmal so einen kleinen Energieschub gegeben, einfach die letzten Kilometer, beziehungsweise von da aus waren es ja noch 20 Kilometer. Ich habe auf Instagram geschrieben, es sind noch 12, habe ich mich verschrieben, es waren nämlich 22. Und ja, der Mann hat mir dann da wirklich geholfen, zum Glück. Und ich bin ihm wirklich sehr dankbar, dass er mich da, mir das Ganze dann ausgegeben hat. Also wirklich, das hat mich einfach so gefreut, dass man das so von Fremden Unterstützung bekommt. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten, war ganz nett. Und der erfüllt sich auch so seinen Traum nach der Rente quasi. Er hat seinen eigenen Kiosk aufgemacht und genießt so quasi sein Leben. Und ich finde das schön. Also das ist cool. Ich fand es echt cool, dass ich ihn kennengelernt habe. Leider weiß ich seinen Namen nicht mehr. Also darüber haben wir nicht geredet. Also ich war der Junge und für mich war es halt der Herr. Und ja, genau. Dann, als ich dann von Lückershausen wieder losgefahren bin, war alles ziemlich cool, musste ich sagen. Beziehungsweise es ging sehr viel downhill. Also ich konnte wirklich mich einfach aufs Board stellen. Ein bisschen bremsen musste ich, weil es dann zu extrem wurde. Und ich wollte nicht aufs Maul fliegen, sage ich mal. Beziehungsweise ich wollte nicht hinfallen. Bin ich bis jetzt immer noch nicht, muss ich sagen. Bin ich auch ein bisschen stolz auf mich selber, dass ich da noch keinen Unfall gebaut habe. Und ja, das ging dann ziemlich oft und schnell bergab. War ziemlich gut, konnte ich ein paar Kilometer überwinden und dann 50 Kilometer so vorm Ziel kam halt so der nächste Schub. Okay, ich habe absolut keinen Bock mehr. Es ist kalt, es war glaube ich 17.30 Uhr oder so. Es waren noch 15 Kilometer. Ich konnte einfach auch nicht mehr mental und konditionell. Aber irgendwie kam dann nochmal so ein kleiner Schub. Weiß gar nicht, wer den dann ausgelöst hat. Ich glaube, das war das Hessenschild. Das heißt, ich habe quasi offiziell, dass ich es mitbekommen habe, auch mein erstes Bundesland überwunden, also Nordrhein-Westfalen, und bin jetzt in Hessen angelangt. Und das Schild hat mir einfach so einen Push gegeben. Okay, ich habe es schon ein Stückchen geschafft. Und ja, das war einfach schön, muss ich sagen. Und deswegen habe ich das Ganze dann durchgezogen. Deswegen war ich auch erst, glaube ich, gegen 20 Uhr hier im Hotel. Hotel Krone, wobei ich dann auch gestehen muss, die letzten 3 Kilometer, die ich hier gefahren bin ich nicht mit dem Board gefahren, weil es schlicht unmöglich war. Ich hätte nochmal 8,5 Kilometer im Bergpass überwinden müssen, weil die Fahrerstraße und der Laufstraße gesperrt ist. Und dann war dann da freundlicherweise auch ein Mann, der da zufälligerweise gewohnt hat und zufälligerweise Richtung Assmannshausen in Lüdingshausen musste. Und der hat mich dann die letzten 3 Kilometer mitgenommen. Und
ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, weil der Bergpass, der wäre, glaube ich, nochmal ziemlich anstrengend geworden. Und ich wollte jetzt auch nicht zu inoffiziell auf der Straße fahren und Verkehrshindernisse behindern. Und deswegen habe ich, glaube ich, das Angebot angenommen, die letzten 3 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Ich hoffe, das zählt jetzt nicht als Cheaten. Ich meine, anders bzw. schneller wäre es nicht gegangen, damit ich noch pünktlich im Hotel ankomme. Und ja, jetzt sitze ich hier und ja, habe eigentlich, glaube ich, so alles vom Tag 3 Mal erzählt. Ich meine, klar, es war sehr anstrengend, aber es hat immer noch Spaß gemacht. Es macht immer noch Spaß. Und ja, bevor ich jetzt aufhöre mit dem Video, habe ich noch 2 Sachen, die ich gerne, beziehungsweise die ich in den ersten 2 Videos einfach vergessen habe zu erwähnen. Und zwar brauche ich noch einen Namen. Einen Namen für mein Board. Mittlerweile auch einen blauen Reifen. Ihr dürft euch gerne in den Kommentaren austoben. Sind ja eh nur Bekannte von mir, wie das gute Stück hier heißen soll. Ist, denke ich, ein Weibchen. legen wir es mal so fest. Und zweite Sache ist, die muss ich aber kurz holen, einen Moment. Beziehungsweise ich stehe kurz auf und gehe in mein Zimmer. Denn hier habe ich ein Geschenk bekommen, beziehungsweise ein Geschenk schon vor der Fahrt bekommen, von 2 Freundinnen, die mir einfach Socken geschickt haben. Also Socken, die selbst gefärbt sind und dann auch mit Smileys verziert. Das ist richtig süß. Danke dafür auch nochmal, Isanina. Ich muss sagen, das ist ziemlich cool, weil Socken so, also ich mag Tennissocken, beziehungsweise beim Handball trägt man auch immer Socken. Und ja, ich habe eigentlich immer nur lange Socken an. Und ja, deswegen habe ich mich da eigentlich schon ziemlich drüber gefreut, vor allem mit den Smileys. Und dann auch noch so eine kleine Inschrift, dass man mir viel Glück wünscht. Und ja, man kann immer auf uns treten. So kleine Wortspiele, die einfach, ja, einfach schön sind, genau. Und ja, das war's dann für dieses Video. Ich breche jetzt dann meine Segel auf und fahre nach. Beziehungsweise ich fahre zur Pension, weil der Name ist mir immer noch nicht eingefallen. Und hoffe, dass das Wetter ein bisschen mitspielt, die Hüfte mitspielt. Und dann sehen wir uns, denke ich, morgen bei dem nächsten Video. Und wenn ihr ein bisschen quasi up-to-date sein wollt, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da ist ich YouTube-Fips, also YT-Fips. Da poste ich immer regelmäßig, wo ich gerade bin, wie lang es noch ist. Und ja, habt einen schönen Samstag und ja, haut rein und Servus. Ciao.